Sommer, Sonne, Sonnenschein oder doch eher Winter, Schnee und Matsch. Ganz egal, ich habe ein paar tolle Veranstaltungen für euch, die auch beim größten Mistwetter Spaß machen. Am Freitag haben Sie die Möglichkeit, die Amphibienwelt des Isar-Mündungsgebiets auf einer Exkursion mit einem Fachmann zu bestaunen. Mit etwas Glück bekommen Sie bedrohte Arten wie den Spring-, Moor- oder Grasfrosch zu hören und zu sehen. Tipps und Tricks zum Spielen der größten Hits aus den beliebten Liederbüchern querbeet 1 bis 3 erhalten Sie von Liedermacher Harald Dobler in Fichtach. Fortgeschrittene aller Altersgruppen können bei dem Workshop ihre Grundkenntnisse verbessern und neue Tricks und Spieltechniken kennenlernen. Ziel ist das originalgetreue Nachspielen beliebter Oldies und aktueller Hits. Am Samstag findet in der Ofenhalle der Kristallglasmanufaktur Theresienthal in Zwiesel die bayerische Premiere des Stücks Stesi und Glas – Wie leicht bricht das? Statt. Das rund 50-minütige Stück wird von deutschen sowie tschechischen Jugendlichen aufgeführt. Durch das Fernglas der Historiker und durch die zerkratzte Brille der Augenzeugen blicken sie auf die Geschichte der zwei Glasgemeinden aus Sicht der Glaser und deren Familien zurück. Mit Hilfe von zwei Orthopädie-Schuhmachermeisterinnen gibt es am Samstag die einmalige Gelegenheit, sich selbst Flipflops aus Leder anzufertigen. Der Workshop kostet inklusive des Materials 60 Euro. Anschließend können Sie sich noch genauer in der Sonderausstellung Zeigt hier eure Schuhe umschauen. Am Samstag findet im For You eine Aktion der besonderen Art statt. In einem pädagogisch und professionell geleiteten Rahmen greift die Wohlfühl AG die Thematik auf, wie respektiere ich mich selbst. Darüber hinaus geht es an diesem Tag vor allem um Entspannung und Relaxen beim Meditieren. Die Siebenbürgen Sachsen und die Stadt Straubing laden am Samstag zum ersten Baumstriezelfest ein. Mit Musik und Tanz soll den Landsleuten etwas geboten und den Besuchern die Bräuche und Spezialitäten der Volksgruppen nahegebracht werden. Über 50 Aussteller zeigen am kommenden Wochenende, was Holz alles zu bieten hat. Denn der Rohstoff ist nicht nur fürs Heizen zu gebrauchen. Auch im Bau- und Wohnbereich, Garten, Kunsthandwerk und in der Freizeit kommt das vielseitige Material oft zum Einsatz. Freuen Sie sich auf das Bogenschießen und Musik von Alphörnern. Ein Tag wie im Urlaub für die ganze Familie. Das erleben Sie beim Frühlingserwachen auf dem Reiterhof. Dort gibt es unter anderem Kutschenfahrten, Handwerkstände, gesundes Essen, Musik und natürlich Reitverführungen, sowie Kinderreiten. Jugendforscht fördert besondere Leistungen und Begabungen in Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Das Ziel ist, Jugendliche langfristig für dieses Thema zu begeistern und sie über den Wettbewerb hinaus in ihrer beruflichen Orientierung zu unterstützen. Beim Niederbayerischen Landeswettbewerb kommende Woche qualifizieren sich die Sieger für den Bundeswettbewerb im Mai. Am ersten Tag des Wettbewerbs ist ab 13 Uhr auch die Öffentlichkeit herzlich eingeladen. Ich hoffe, für Sie war was mit dabei und die Ausrede, dass die Frühjahrsmüdigkeit schon herrscht, die zählt überhaupt nicht. Denn es gibt 100 Millionen Studien, die belegen, dass Bewegung am besten dagegen hilft. Also am besten heute noch zum Tanzen und dann geht's Ihnen am Wochenende wieder richtig gut. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.